Hallo, Sie sind daran interessiert, eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann zu absolvieren und haben eine hohe Motivation, Menschen in Lebenskrisen und schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen, um beiseite zu stehen? Dann sind Sie hier in meinem Video gerade goldrichtig. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Ja, willkommen zurück. Ich möchte Ihnen heute Wissen kompakt über die neue Pflegeausbildung anbieten. 2017 wurde ein Grundstein gelegt für die neue Pflegeausbildung. Hier wurde das Altenpflegegesetz und das Krankenpflegegesetz fusioniert und es ist eine gemeinsame Ausbildung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann dabei herausgekommen. Ich finde diese Situation sehr schön, dadurch, dass ein Rivalitätskonflikt immer zwischen Altenpflege und Krankenpflege stattgefunden hat, mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung somit beendet ist. Ja. Des Weiteren kann man eben halt dennoch in der generalistischen Pflegeausbildung Schwerpunkte legen. Also die ersten beiden Ausbildungsjahre sind so konzipiert, dass gemeinsam ausgebildet wird. Und im dritten Ausbildungsjahr haben Sie eine Wahlmöglichkeit. Sie können wählen, einmal zur generalistischen Pflegekraft sich ausbilden zu lassen, also den generalistischen Weg zu gehen, oder den altenpflegerischen Weg zu gehen, den krankenpflegerischen Weg zu gehen oder den Kinderkrankenpflegeweg zu gehen. Empfehlen würde ich Ihnen tatsächlich, von vornherein sich zu spezialisieren, sondern den generalistischen Weg zu gehen, um sich hinterher letztendlich auch sich entscheiden zu können, Erfahrung sammeln zu können und mal zu gucken, in welchem Bereich verschlägt es mich. Ja, die Ausbildung ist in 3 Jahre aufgegliedert, das heißt, Sie werden 3 Jahre ausgebildet. Es gibt einen theoretischen Part, wo Sie theoretischen und fachpraktischen Unterricht erleben und es gibt eine praktische Ausbildung, wo Sie durch einen weitergebildeten Praxisanleiter begleitet werden und praktisch ausgebildet werden. In der theoretischen Ausbildung gibt es unterschiedliche Bundesländer, weil Bildung ist Ländersache. In Niedersachsen ist es so, dass Sie hier auch die allgemeinbildenden Fächer erleben dürfen, wie Deutsch, Englisch, Politik, Religion oder das Fach Werte und Normen. Für Menschen mit Migrationshintergrund und wo die deutsche Sprache nicht die Muttersprache ist, finde ich die allgemeinbildenden Fächer, besonders Deutsch, sehr sinnvoll. Und soll auch den Auszubildenden darin unterstützen, gut die Ausbildung auch erleben zu können. Ja, des Weiteren würde ich Ihnen dringend empfehlen, doch ein Pflegepraktikum zu absolvieren. Denn es ist enorm wichtig, einmal in seinem zukünftigen Beruf einen Einblick zu bekommen. Sie bekommen eine Ausbildungsvergütung, die vom ersten Ausbildungsjahr knapp über 1000 Euro liegt und im dritten Ausbildungsjahr zwischen 1,2 und 1,3 liegt. Das heißt, Sie bekommen Ausbildungsgehalt. Ja, welche Voraussetzungen sind notwendig, um die Pflegeausbildung überhaupt anzutreten? Hier muss man erstmal im Allgemeinen sagen, Sie benötigen eine hohe sozial-kommunikative Kompetenz. Sie sollten Freude daran haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit Menschen im Umgang sein zu können. Das heißt, Sie sollten auch teamfähig sein können, das heißt in Pflegeteams, in Pflegegruppen auch arbeiten zu können. Des Weiteren sollten Sie eine Empathiefähigkeit aufzeigen. Empathiefähigkeit bedeutet, ich bin in der Lage, mich in die Sorgen und Nöte anderer Menschen und deren Emotionen hineinzuversetzen. Sollte mich selbst aber dabei nicht aus dem Auge verlieren und mich selber auch gesund halten können. Denn auch dieser Beruf ist ein sehr stressiger Beruf und Sie benötigen in diesem Beruf eine gute Gesundheit, psychische und körperliche Gesundheit, aber auch Belastungsfähigkeit. Ja, des Weiteren ist die Voraussetzung, Sie sollten 17 Jahre alt sein, mindestens 17 Jahre alt sein, sollten einen mittleren Bildungsabschluss haben, das heißt den Realschulabschluss, Sekundarabschluss 1 haben. Genau, oder eine Berufsausbildung, abgeschlossene Berufsausbildung, um eben halt in den Beruf hineingehen zu können. Abiturienten sind natürlich auch herzlich willkommen. Brauchen Sie für Ihre Bewerbung? Für Ihre Bewerbung ist es sehr wichtig, dass Sie
einen Ausbildungsplatz finden. Wir nennen das einen Träger finden. Das heißt, einen Betrieb finden, mag es ein Altenheim sein, mag es ein Krankenhaus sein oder mag es ein ambulanter Pflegedienst sein. Sie sollten sich Ihren Träger aussuchen und dort eine Bewerbung einschicken. Wie sollte die Bewerbung aussehen? Ja, Sie sollten natürlich ein Bewerbungsanschreiben verfassen, Sie sollten einen Lebenslauf verfassen und Ihre Schulabschlusszeugnisse natürlich auch entsprechend beifügen. Wenn Sie einen Ausbildungsplatz gefunden haben, wird Ihr Träger in der Regel mit einer Schule in Kooperation stehen, wo die beiden gemeinsam zusammenarbeiten und ihr Ausbildungsziel gemeinsam verfolgen. Genau, Sie können natürlich aber auch die Schule anschreiben oder anrufen, sich melden. Schulen bieten auch Beratungsgespräche an, mit welchen Ausbildungsträgern Sie in Kooperation sind, wo Sie sich auch hinwenden können, um Ihre praktische Ausbildung umzusetzen. Das heißt also, Fazit, für mich als Lehrer an der Schule ist es mir wichtig, dass Sie einen praktischen Ausbildungsplatz gefunden haben, dass Sie 17 Jahre alt mindestens sind, dass Sie einen mittleren Bildungsabschluss haben, aber auch über genügende Deutschkenntnisse verfügen, in Wort und in Schrift. Also hier sollten Sie Minimum ein B2-Niveau haben, um eben halt in der theoretischen Ausbildung, aber auch in der praktischen Ausbildung im Umgang mit Menschen kommunikativ sein können, aber auch das, was Sie erleben im praktischen Alltag mit Ihrem Patienten, auch in Form eines Pflegeberichts aufschreiben können. Welche Perspektiven bietet Ihnen der Beruf als ausgebildete Pflegefachfrau und Pflegefachmann? Ja, zunächst muss man einmal sagen, wenn Sie eine erfolgreiche Ausbildung hinter sich haben und abgeschlossen haben, werden Sie nahezu nie arbeitslos. Denn es gibt Stellen wie Sand am Meer. Das heißt, als ausgebildete Pflegekraft können Sie immer und überall arbeiten. Die Ängste, Verlust eines Arbeitsplatzes sind kaum gegeben, weil Pflegekräfte werden gesucht und sind auf dem Markt nicht zahlreich vertreten. Ja, des Weiteren erlangen Sie mit der abgeschlossenen Berufsausbildung eine Könnerschaft. Erst mit zweijähriger Berufserfahrung und einer zusätzlichen Weiterbildung werden Sie Expertin in Ihrem Bereich. Das heißt, Sie müssten sich erstmal nach Ihrer Ausbildung orientieren, in welchem Bereich möchte ich gerne eigentlich überhaupt unterkommen. Wenn Sie sich dort zurechtgefunden haben und sich wohlfühlen in Ihrem Bereich, kommt die Frage auf, was kann ich denn noch leisten? Ja, Sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche, diverse Weiterbildungen auch umzusetzen in Ihrem Bereich. Sie können zum Beispiel eine Weiterbildung machen zur Wundmanagerin. Sie können eine Weiterbildung machen im Bereich Anästhesie-Intensivmedizin. Das heißt, dass Sie hier Pflegefachkraft für Anästhesie und Intensivmedizin werden. Oder im OP-Bereich eine Weiterbildung machen können. Ja, Sie können aber auch als Diabetesberaterin sich weiterbilden oder Sie machen eine berufspädagogische Weiterbildung und werden Praxisanleiterin oder Praxisanleiter und können dann selber auch Auszubildende ausbilden und in der Praxis dann auch begleiten. Ja, zu den zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es noch diverse Studiengänge, die Sie besuchen können. Sie können ein Studium absolvieren, zum Beispiel im Bereich Pflegemanagement oder im Bereich Pflegewissenschaften oder eben halt Gesundheitsökonomie. Also die Türen und die Bildungswege, die Ihnen offen stehen, sind zahlreich gesehen. Nur man muss sich letztendlich irgendwann mal entscheiden. Aber Sie brauchen sich ja erstmal nicht zu entscheiden, denn Sie können sich in Ruhe orientieren und sich Gedanken machen, wo möchte ich gerne meinen Lebensweg hin bestreiten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat mein Wissen kompakt zum Thema Ausbildung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann interessiert. Und Sie fanden es gut. Wenn ja, dann lassen Sie mir doch einen Daumen hoch da oder abonnieren Sie meinen Kanal. Bleiben Sie medizinisch interessiert.